Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play FIFA 17 The Journey. In der letzten Folge haben wir einen neuen Sturmpartner bekommen, oder wie ihn nennen, Konkurrenten. Harry Kane. Ich weiß gar nicht, von wo der gekommen ist. Aus der Versenkung? Aus dem Abgrund? Vom AMS? Arbeitsmarktservice in Österreich? Für alle jene, die aus Nicht-Österreich zusehen. Ja, lassen wir uns überraschen. Es geht nun weiter mit unserer Karriere. Spieltag Tottenham. Wir sind leider wieder nur Auswechselspieler. Obwohl uns ja gesagt wurde, mit diesen Trainingsleistungen sollten wir nicht in der Startelf stehen, aber dieses Jahr anscheinend nicht. Finde ich schade, aber ja, was soll man tun? Wir müssen damit leben. Unser Ball haben wir natürlich immer mit. Den kaputten Ball aus dem Zimmer, der bei uns im Zimmer ja, zerschnitten liegt. Aber ja. So, Walker, Mané, Keane. Ja, der spielt natürlich, eh klar. Und wir sitzen auf der Bank. Kann man nicht ändern, ist leider so. Wer wäre denn es überleben? Würde ich einmal behaupten. Wenn nicht, ja, wir müssen einen neuen Verein suchen. Aber jetzt nicht, jetzt spielen wir für Liverpool. Das ist unser Verein. So. Ja, wir kommen wieder ins Spiel. Boni. Beeindrucke den Boss, 7-0, mache den Deckel drauf, erziele ein Tor, fahre den Erfolg ein, gewinne das Spiel. Ah, wir kommen für Walker. Penner, geh raus. Stehst in den Weg. Gag. Sehr gut. Das heißt, wir spielen vorderste Spitze. Heute endlich mal vorderste Spitze. 15 Minuten haben wir, ne? Das ist nicht viel. 15 Minuten ist nicht sehr viel, aber ja. Ah. Schade. Schade. Warum spielt er denn den Torwart hin? Anders spielt, könnte ich den eventuell erreichen. So, aber nicht. So, steht 0-1 für Liverpool. Wir sind noch im Führer. Ekin, geh weg. Ich will den Ball haben, verdammt. Gib mir den Ball. Was mache ich? Was war denn das? Bin ich da geblockt worden? Und Philipp Bernard geht hinaus bei Liverpool und es kommt Adam Lallana. Sehr gut. So. Schabernack. Das war ja echt kacke. Ja, spielen wir vorbei, ist okay. Naja. Das gleiche, immer das gleiche. Sieht einfach den Schritt hinten nach. Und Keane. Ach, nö. Der nächste Wechsel. Aber diesmal der Tottenham, den überspringen. Er betrifft nicht uns. Wir brauchen ein Tor. Und eine höhere. Ja. Verdammt. Höhere Wertung. Nein, lass mir den Ball abnehmen hier. Gute Position. 16. Verdammt. Echt schlecht. So, jetzt haben wir wohl den Ball. Oder auch nicht. Wir haben ja Zeit. Noch 10 Minuten. Ich bräuchte mal den Ball, dass wir etwas erreichen können. So, wer kommt mit? Keiner, schlecht. So, halten wir den Ball und machen viel was. Der kämpft uns den Ball wieder! Noch ein Fall. Gib bitte, Schiri. Das kann sie nicht sein. Ja, wird gut sein. Was? Was magst du jetzt? Ja, okay. Ach Gott. Zeigt der ernsthaft gelb? Das war doch nichts. War die Wertung gleich mal in den Keller gefahren. Nur noch eine 5-3 und wir sollten eine 7 erreichen. Ah, das könnte noch spannend werden. In diesem Spiel zumindest. In diesem Spiel werden wir nicht mehr hoch auftrumpfen. So, Ball weg. Schlag vor. Ja, danke. Einfach mal vor damit. So. Ich lege mal nach außen. Ja, ich krieg den Ball nicht mehr raus. Ich komme kurz zurück. Sehr gut. Ja, und du verlierst den Ball natürlich. Verdammt. Das gibt es doch echt nicht. Spielen die alle gegen mich? Wollen die nicht, dass ich Erfolg habe in der Premier League? Ja, da gibt er nicht. Wird gut sein. Sonst muss der Ball einfach mal nachfahren. Wir haben nicht mehr viel Zeit dafür. Und über den Wolken.
lernen Bälle fliegen. Ja, der war schon weiter. Es hat nie ausgesehen, als was es wirklich war. Ja, zum Glück für uns. Wir führen weiter mit 1-0 in Tottenham. So. Kann man den Ball davor irgendwie? So, in den Lauf gespielt von Mané. Ja, ist Mané. Schade. Schade, schön gespielt. Nämlich den Durchschlag, den wir gebraucht hätten. Ui. Spielen uns da leider eine Briefmarke, so nennt man das, Briefmarke aus. Ja, nicht unser Spiel, eindeutig bis jetzt nicht unser Spiel. Wir kommen gar nicht hinein. Wir kriegen auch keine Bälle, die man nutzen kann. Irgendwas machen kann so. Ah, Keen. Jetzt, wo er den Ball mal gewinnen sollte, verliert er ihn. Wieso? Keen, dumm, Dödel. So, jetzt aber. Schön gespielt. Schick mich doch. Ah. Ballverlust. In der Vorwärtsbewegung verlieren wir die Bälle. Jedes Mal in der Vorwärtsbewegung. Ich kann gar nicht richtig in den Sturm, also in die Chancenauswertung gehen. Ich kriege keine Bälle hier. Stark gespielt. Ja, wir verlieren den Ball im Mittelfeld. Hallo, hier. Spiel den Ball. So, jetzt. Verdammt! Tor! Ja! So macht man das. Genau so. Keen hat zwar Glück, aber wir sind da, wo man hin muss als Topstürmer. Wir stehen an der Linie und drücken den Ball drüber. Ja, und Jürgen Klopp. Ja. Alexander in der 96. Minute. 2-0 Liverpool. Entschuldigung, aber musst du kurz auspusten. Wir haben uns gleich mal ein schlechtes Timing angehängt. Ja klar. Ah, 2-0. Stark, echt stark. Ah, das war wichtig, dieses Tor. Nicht nur für uns. Eigentlich nur für uns. Selbstvertrauen, denn wir wollen in die Startelf. Und ich glaube, jetzt haben wir uns hier eindeutig aufgedrängt dafür. Und den Ball gewinnen wir auch noch. Ja, nein, schade. Schlecht gespielt. Ah, kommen wir nicht hin. Wieso kommen wir nicht hin? Abseits? Voll? Ja, ich nicht. Na gut. Die auch hoffen. Nachdem schon ich war im Abseits, aber ja, sehr gut. Hunter? Ja, den Ball, ne? Gehen wir gar nicht hin. Zu stark. Zu hoch. Zu weit. Wir haben jetzt etwas Zeit hier. Von uns muss nichts mehr kommen. Wir führen 2-0. Wir haben die 3 Punkte auf jeden Fall in der Tasche. Ah, 2-1. Das war schlecht. Aber ja, das sollten wir trotzdem über die Zeit bringen. Das schauen wir uns nicht nochmal an, das Tor. Lamela macht das 2-1 für Tottenham. So. Kopf ab. Ja. 2-1 haben wir natürlich gebraucht für unser Selbstvertrauen. Dass wir das Tor noch kassieren, aber Sieg ist Sieg. Der Kane hat auch ein Tor geschossen. Ja, wir haben auch. Besser geht's nicht. Hier unsere gelbe Karte gegen Wimmer, ist auch ein Österreicher. Wunderbar abgemäht. Aber hier das 2-0. Einfach mal. Ja. Ja, und Jürgen Klopp zuckt aus. Freut sich mit uns, freut sich für uns. Jubelt mit den Fans. Das 2-1 sehen wir uns nicht. So gut war es nicht. Das Trainerfeedback. Überragende Technik bei diesem Direktabnahmetor. Schön mit deinen Mitspielern im freien Raum, voller Übersicht. Hallo. Anspielst. Sei vorsichtig, sonst schwächst du dein Team. Als Stürmer musst du nicht bloß Tore erzielen. Du musst auch den Ball besitzen, der Angriffszone halten. Daran musst du arbeiten. Hallo, ich habe 18 Minuten gespielt und habe Tor gemacht. Mehr geht nicht. Ist so.
habe alles rausgeholt, was ging. Ja. Alex, wie fühlt es sich an, das Siegertor zu schießen? Der Sieg ist die Hauptsache. Der Boss hat die perfekte Taktik. Der Druck spiele ich am besten. Der Boss hatte die perfekte Taktik. Ich denke, der Coach hatte die perfekte Taktik. Man darf nicht in Panik verfallen, wenn es nicht sofort klappt. Aber wir sind ruhig geblieben und haben dem vertraut, was wir tun. Heute also die gelbe Karte, Alex. Was halten Sie von der Entscheidung? War die richtige Entscheidung? Timing-Fehler beim Zweikampf passieren halt. Da muss man nicht zu Boden gehen. Ja, Timing-Fehler können schon passieren. Also, ja, das. Gar nicht leicht, sich dem Tempo der Liga anzupassen. Alles geht so schnell, da passiert schon mal so ein Fehler im Zweikampf. Ich glaube, der Pfiff war okay. Passiert. Alex, Sie haben sich den Sieg geholt. Ihre Meinung zu diesem Dreier? Das Team hat gut harmoniert. Jedes Team kann jedes Spiel gewinnen. Ich will meinem Team immer zum Sieg verhelfen. Das Team hat gut harmoniert. Das war eine klasse Mannschaftsleistung. Und der Boss betont immer wieder, wie wichtig jeder Punkt ist. Von daher ist es schön, den Dreier einzufahren. Das war's, Alex. Sehr gern. Tja, unser Interview. Jedes Mal eine Herausforderung für uns. Spielbelohnung, Startelf-Bonus, leider nein, Torschützen-Bonus, einmal 400 Pfund. Einnahmen steigen, der Transferwert bleibt gleich. Irgendein Club sieht es ausgeglichen. Sind noch immer Auswechselspieler. Wieso sind wir noch immer Auswechselspieler, Jürgen? Oder darf ich dich Kloppo nennen? Skillpunkte sind wir nun auf 63. Yes, drei weitere Skillpunkte, die werden wir dann natürlich skillen. Aber jetzt mal ab in unser Zimmer nach einem aufregenden Spiel. Denn wir haben es uns verdient. Wir haben 4 neue Nachrichten im Social Media und danach gehen wir sofort zu den Skillpunkten. Überhaupt, sie einmal Zeit gedrückt. Manrai Bola, 1-2 gegen Tottenham und Mr. Alex Hunter hat das richtig gut gemacht. LFC YNVA. Catherine Hunter, verdienter Sieg heute, Mr. Alex Hunter. Das Spiel hat richtig Spaß gemacht. Ihr Insider, gelb für Mr. Alex Hunter. Aroni Etam, schön, wenn junge Spieler in dieser Liga treffen. Weiter so, Mr. Alex Hunter. Ja, Zuspruch, sehr gut für uns, sehr, sehr gut. Baut uns auf. Yeah. Das Tor sowieso. Das Tor brauchen wir nicht reden. So, ab in die Attribute, Eigenschaften. So, Powerkopfball. Weitwurf, Stärke, schwacher Fuß. Nee. Oh ja, schwacher Fuß. Kostet einen Punkt. Stärke, schwacher Fuß. Wir nehmen mal schwacher Fuß. Das bringt uns weiter. Faire Zweikämpfe, Grätsche. Erhöht die Chance von Hakenpässen und schicker Ballannahme. Wieder diese Eigenschaft, um ein Dribbel können zu verbessern. Verbessere deinen Spielbewegungswert, um ein Viertel an Dribblingbewegungen ausführen zu können. Flanken, lange Pässe. Außenriss haben wir schon. Angeschnittenen Schuss. Erhöhe die Effektivität von angeschnittenen Schüssen. Das nehmen wir. Das brauchen wir. Das brauchen wir. Genau das. Nichts anderes. So, ich wieder hoch. Ah, das geht so. Tribute 63, passen 59, schießen 55. Da müssen wir definitiv sehr, sehr viel arbeiten. Beim Schießen müssen wir arbeiten, ja. Gut, dann geht's mal weiter. Trainingstag, Standards, heutiger Schwerpunkt. Juhu, Standards. Ich hoffe, Freistöße und Elfer schießen. Kann ich beides nicht besonders, aber ja. Wir werden sehen, wie es läuft. Wer ist bereit für ein bisschen Training? Komm schon, fangen wir an. Ja, ich denke, Punkt im Kopf. So, ja, wir sind bereit. Freistoßgrundlagen, Freistoßflanken. Freistoßgrundlagen. Ziel aus verschiedenen Freistoßpositionen, möglichst viele Tore. Bonuspunkte gibt es, wenn du Ziele triffst. Hä, super. Ja, wie geht das wieder?
Schritt 1 Vorbereitung. Bei einem taktischen Freistoß kannst du den Schützen am Ball mit rechts verschieben und das Ziel des Schusses mit L festlegen. Okay. Schritt 2 Abschluss. Drücke Kreis, um die Kraft festzulegen. Verwende Aufladen L, Effekt hinzuzufügen. Okay. So, hier, so und Schuss. Zack. Zu hoch, Latte, war ja klar. Lass mal gerade so. Ja, schade. 800 Punkte. Stückchen rausdrehen und Schuss. Yes, genau ins Eck, aber leider nichts getroffen. Probieren wir mal darüber zu treffen. So, diese Höhe passt. Der geht daneben. Der war ja schlecht. Der war ja echt mies. So, etwas höher ziehen wir jetzt mal an. Latte. Warum weiß ich das schon im Vorhinein, dass das passieren wird? Geht der ins lange Eck? Nicht zu hoch. So, der passt. Der passt. Und die Latte. Gehen wir mal über die Mauer. In die Mauer, nicht schlecht. Was macht keiner? Ja, Mauer treffen ist auch nicht jeden Seines. So. Ui, der ist gut. Der war stark. Der war ja. Ja. Ohne Kommentar. Diesen Schuss lassen wir ohne Kommentar stehen. Wollen wir das lange Eck probieren? Oh, B, gut gemacht. Das probieren wir nochmal. Das geht besser. Definitiv. So, erster Schuss. Jawohl, und die Tafel getroffen. So wollen wir sehen. So sind wir stark. Ja, genau ins lange Eck. So. Jetzt dann hier mal auch ins lange Eck natürlich. Ai, knapp vorbei, aber wir kommen hin. Wir kommen langsam dorthin, wo wir hin wollen. Das ist zu hoch. Ja. Ja, zu spät. Ja, wieder. Das lange Eck. Ja, zwischen die 12 Dinger durch, aber soll so sein. Und wieder. Über die Mauer. Schön gemacht. Schön über die Mauer gezirkelt. Ziehen wir einfach ins lange Eck, um die Punkte abzusahnen. Denn Exzellenz steht schon hier. Mehr brauchen wir nicht. Der war knapp. Wir treffen auf die Tafel nicht. Wir treffen die Tafel nicht. Das ist schlecht, eigentlich. So, hier also. Was war denn das? Wie breiten der ab? Wie breiten der ab? Fliegt mal hoch in die Luft, muss Alex hin. Hallo? Hallo? Ah, Training ist vorbei. Exzellent! Sehr gut. Letzte, wie breiten der ab? Mal gerade in die Luft. Freistoßflanken. Triff in verschiedenen Freistoßszenarien, möglichst oft, indem du auf Mitspieler flankst. Okay, ich probier's. Boah, wie soll denn das gehen? Positioniere die Markierung mit L, um festzulegen, wo der Ball landen soll. Tippe Viereck für eine hohe Flanke an. Halten für eine druckvolle Flugbahn. So. Drücke L1, um zu einem Spieler zu wechseln. Lege Ziel und Kraft fest, um die Kontrolle des Spielers zu übernehmen. Drücke, um einen Pass anzufordern. Okay. Ja, hier oben muss ich hier so. Schlecht. Torschuss. Ja, knapp. Der war knapp. Ja, der war schlecht. Der war ja echt kacke getreten. Der kommt hoch rein. Ist der Kohle da? War klar. Und das ist schwieriger als gedacht. Torschuss und Tor! Genau so wollen wir es eigentlich. Also bring es nicht immer hin. Das ist schwierig, verdammt. Das ist echt schwer. Mr. Alexander, los! Ja, ich weiß, Freistöße sind nicht so leicht. Torschuss, gehalten, schön gehalten. Vom Keeper. Da macht er sich schön lang. Ja, der war schlecht getreten. Der könnte uns gehören. Ja, wir haben ihn aber nicht aufs Tor gebracht. Übungsergebnis Dora. Ja, gut, nochmal. Es muss besser gehen, das ist so. Das ist der Torwart da.
zu nah zum Tor gezogen. Ah, gut, soll es so sein. Da ist es. Dann nicht. Ah, so jetzt. Ja, war gut gehalten. Wollen wir auch wieder. Goal ist echt stark. Training zumindest. So nicht das Standard-Torwart, den wir hier im Training haben, der bei uns im Tor steht, aber gut. Teuer, ja, genau, super. Wir haben das gemacht. Nochmal. Ja, ne, haha. Oh, die Flanke ist schon schlecht. Getimed. Ja, da steht uns der Spiel im Weg. Müssen wir gleich mehr Power reinlegen, dann kommt er nicht so hoch. Ja, richtig. Mehr Power. Kommt er nicht so hoch? Ich kann da besser durchziehen. Da haben wir wieder dran. Was ist denn mit dem jetzt? Was ist denn mit dem Tormann jetzt los? Trinkt er? Gut gehalten. Exzellent. Ja, nehmen wir. Gekauft. Ist so gekauft, so und nicht anders. Iha. Nicht schlecht, nicht schlecht. Die Trainingseinheit wieder. Oh, noch immer Reservespieler. Heutige Trainingseinheit. Freistoßgrundlagen. Ah. Freistoßflanken. Ah. Weiter. Wir sind noch immer Auswechselspieler bei Jürgen Klopp. Wir wollen in die Startelf. Gibt's doch nicht. Was sollen wir noch machen? Schießen Tore. Strengen uns an im Training. Kommen nicht in die Mannschaft. Langsam verzweifle ich, aber ja. Soll so sein. Unsere Chance wird kommen und wir werden diese so nutzen, wie sie noch kein anderer genutzt hat. In diesem Sinne, lebt sportlich, bleibt gesund, schaut wieder rein und bis zum nächsten Mal. Ciao!